Hallo, im Namen der Montessori-Lernwelten heiße ich Sie recht herzlich in meiner Montessori-Werkstatt willkommen. Das Thema der heutigen Videosequenz ist das schriftliche Rechenverfahren Plus und Minus mit dem großen Rechenrahmen im Zahlenraum bis zur Million und auch die grundsätzliche Handhabung des Rahmens, wie man damit arbeitet. Der Rahmen ist grundsätzlich dazu gedacht, zum einen um Zahlen zu demonstrieren und das Ablesen damit und genauso aber auch die Addition und Subtraktion, wie sie im schriftlichen Rechenverfahren vonstatten geht, mit und ohne Zehnerübergang. Der Rechenrahmen eignet sich dabei sehr gut zur Einführung des schriftlichen Verfahrens, erst einmal um den Vorgang als solches kennenzulernen. Er bedarf durchaus einer hohen Abstraktionsstufe, das heißt, die Schüler müssen schon vertraut sein mit den Stellenwerten, mit der Ausdehnung der Stellen und auch mit dem Zehnerübergang, was der bedeutet und wie er umgesetzt wird. Er ist ein sehr beliebtes Material für Schüler, die ungeduldig mit den Perlen oder dem Markenspiel oder ähnlichen Materialien sind, weil er eine wesentlich schnellere und effektivere Handhabung im Rechnen und Arbeiten mit den Aufgaben bedarf. Aber wie schon eben erwähnt, die Schüler müssen durchaus in der Lage sein, gewisse Dinge schon umzusetzen und Kenntnisse von den Dezimalstrukturen unseres Zahlensystems haben. Ich zeige Ihnen nun die Handhabung des Materials, das Zahlen ablesen und darstellen und danach eine Additionsaufgabe und Subtraktionsaufgabe, jeweils ein Beispiel mit und ein Beispiel ohne Zehnerübergang. Zur grundsätzlichen Handhabung des Rahmens gilt es zu erwähnen, dass er sowohl stehend benutzt als auch liegend benutzt werden kann. Wie, das überlassen Sie bitte dem jeweiligen Schüler oder demjenigen, der mit dem Rahmen arbeitet, wie es für ihn am praktikabelsten und am angenehmsten ist zu arbeiten. Ob dabei von links nach rechts oder rechts nach links gearbeitet wird, spielt auch keine Rolle, sondern bleibt demjenigen überlassen, der damit arbeitet, so wie es auch für ihn am angenehmsten ist und am einfachsten. Wichtig ist nur, dass er die Arbeitsrichtung, die er selbst bestimmt, konsequent einhält und nicht hin und her agiert, weil das unweigerlich zu Fehlern führt. Zuerst zeige ich Ihnen das Ablesen der Zahlen, Einstellen und Ablesen der Zahlen. Zu Beginn eine Millionenzahl. Ob Sie dabei mit der größten oder der kleinsten Stelle anfangen, spielt auch für das Zahlen darstellen und ablesen erstmal keine Rolle. Ich beginne mit der Millionenstelle. Ich habe 4 Millionen, dann 200.000er, 8 10.000er, 3 1.000er, 500er, 8 Zehner und 7 Einer. Die Zahl heißt 4.283.587. Es ist durchaus sinnvoll und hilfreich für manche Schüler, wenn sie mit dem Finger die Sprechrichtung verfolgen, um auch nochmal klar zu demonstrieren, wie wir Einer und Zehner quasi verkehrt rum sprechen. Eine zweite Zahl. 6 Millionen. Wir haben 6 Hunderttausende. Wir haben 0 Zehntausender. 2.000er. Und 6 Hunderter. Ich lasse Ihnen gern einen Moment die Zahl selbst zulesen und dann noch einmal 6.602.600. Hierbei wird auch sehr schön deutlich, dass dann, wenn eine Stelle 0 ist, sie nicht gesprochen wird, aber natürlich beim Schreiben die Nullen auf jeden Fall dazwischen gebraucht werden,
damit wir entsprechend viele Stellenwerte einer Zahl haben. Eine Plusaufgabe aus dem 100.000er-Bereich. Es wird nochmal alles zurückgeschoben. Halten Sie Ihre Schüler, vor allen Dingen die Älteren, dazu an, wirklich konsequent und sauber damit zu arbeiten, damit man klar unterscheiden kann, welche Perlen sind noch da und welche stellen meinen Wert dar, mit dem ich arbeite. So, ich habe 7 Zehntausender, ich habe 3.000er, ich habe 400er, 5 Zehner und 4 Einer. Zu diesen 73.454 werden dazu addiert 24.435. Begonnen wird mit dem Einer, so wie es die Schüler von mir gelernt haben. Es kommen also zuerst 5 Einer dazu, dann 3 Zehner, 400er, 4.000er und 2 Zehntausender. Ich lasse Ihnen gerne einen Moment Zeit, das Ergebnis selbst abzulesen, das zu üben. Auf der Rückseite die Lösungskontrolle, so wie Sie es von Montessori gewohnt sind. 97.889. Eine nächste Aufgabe, auch aus dem Bereich oder der Rechenart Addition mit Zehnerübergang. Wir haben 7 Zehntausender, 6.000er, 700er, 6 Zehner und 7 Einer. Zu den 76.767 kommen hinzu 4 Einer, ich habe aber nur noch 3, also ein Zehner kommt zu den Zehnern und ich habe 10 neue. Einer fehlt noch, den ich noch zum Ergebnis schieben muss. Nun kommen dazu 5 Zehner. Auch hier habe ich nur 3. Ein Hunderter kommt dazu und es kann wieder getauscht werden. 2 fehlen noch. Hunderter, soll ich 5 dazu machen? Ich habe 2, tausche gegen einen Tausender die 10 Hunderter wieder und schiebe noch 3 dazu. Tausender muss ich keine dazu machen, aber 2 Zehntausender. Das Ergebnis heißt in diesem Falle 97.321. Eine Minusaufgabe ohne Zehnerübergang für Sie zum Verfolgen. 9 Zehntausender, 6.000er, 0 Hunderter, 6 Zehner und 9 Einer. Von 96.069 sollen 6.038 abgezogen werden. Wir beginnen wie eben mit den Einern, 8 Einer abziehen, 3 Zehner werden abgezogen, kein Hunderter, 6.000er und kein Zehntausender. Das Ergebnis 90.031. Und zum Abschluss eine Subtraktionsaufgabe mit Zehnerübergang. Es wird wieder eingestellt, zuerst
der Ausgangswert, 8 Zehntausender, 2 Tausender, 3 Hunderter, 4 Zehner und 2 Einer. Von 82.342 sollen abgezogen werden 16.452. Beginnend mit den Einer, 2 Einer sollen abgezogen werden, die habe ich auch zur Verfügung. Nun sollen 5 Zehner abgezogen werden, ich habe aber nur 4. Also schiebe ich 4 Zehner rüber, tausche einen Hunderter gegen 10 Zehner und muss noch einen abziehen. Nun kommen wir zu den Hundertern. 4 Hunderter soll ich wegnehmen, habe aber nur 2. Gebe einen Tausender ab, tausche den gegen 10 Hunderter, muss noch 2 abziehen und habe die 4 abgezogen. Die Tausender. 6 Tausender soll ich abziehen, habe aber nur noch einen von den 2 übrig. Den kann ich abgeben, gebe einen Zehntausender ab, bekomme 10 Tausender, muss noch 5 von den 6 abgeben. Und bin mit den Tausendern fertig. Nur noch einen Zehntausender. Das Ergebnis, ich lasse Ihnen gern einen Moment Zeit zum Ablesen. Ich hoffe, dass meine Darbietung Sie jetzt befähigt, dass Sie selbst mit dem Material arbeiten können und es auch Ihren Schülern präsentieren. Wie Multiplikation und Division damit umgesetzt werden, zeige ich in einem separaten Anleitungsvideo. Ebenso gibt es jeweils zu den beiden Rechenarten separate Anleitungsvideo, wie man von der Materialarbeit zum schriftlichen Rechenvorgang überleitet. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg in der Arbeit mit den Kindern, mit dem Material, den Kindern, vor allen Dingen denen, die sehr ungeduldig mit dem oft kleinen Perlen oder dem filigranen Material sind, wünsche ich viel Spaß in der Handhabung dieses sehr schnellen und effizienten Materials. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.